Jonas Gommeli, Contiki, Thomas Meyer, Mantareisen. Eure beiden Unternehmen feiern dieses Jahr den 40. Geburtstag. Heute Abend ein grosses Fest. Wie viele Leute kommen? Was ist eigentlich der Zweck von dem Abend? Also heute Abend erwarten wir 150 Leute, Gäste aus den Reisebüros, von unseren Partnern, die überhaupt dafür sorgen, dass wir auch hoffentlich in 40 Jahren noch werden da sein. Und der Zweck von heute Abend, Thomas, schlicht und einfach Spass haben und uns feiern. Grundsätzlich ja, wenn wir uns sicher feiern, und zwar nicht nur intern, sicher auch mit all unseren Agenten und ein paar von den wichtigsten Partnern, die mit ihnen zusammenarbeiten, seit langer Zeit. Und ich glaube, du kannst nicht 40 werden, ohne dass du nicht auch ein kleines Fest machst, das für die Öffentlichkeit ist. Aber primär ein Danke auch all die, die uns unterstützen in der Vergangenheit. Ihr werdet vermutlich noch ein paar Worte an die ganzen 150 Teilnehmer richten. Was wird da so ein bisschen gesagt? Gibt es Anekdoten? Also natürlich werden wir in erster Linie eben genau Danke sagen, für das sind wir da. Und vielleicht eine Anekdote von Contiki, die so ein bisschen zeigt, wir sind ja von Pfadfinder gegründet worden und nebst dem, dass wir als erste Busreise nach Skandinavien oder eine von den ersten das angeboten haben, haben wir auch als erste London-Busse in die Schweiz importiert. Und damals hat es ein Gesetz gegeben oder hat das Amt Straßenverkehrsamt gefunden, das geht nicht, weil die Türen sind auf der falschen Seite von diesen Bussen. Und das hat dann einiges an Aufwand gebraucht für unsere Gründer, um da mit all diesen Ämtern auch ein bisschen kämpfen und schreiten. Und irgendwann, weil man nicht aufgegeben hat, hartnäckig geblieben ist, haben wir es auch geschafft. Und genau das ist auch das, was wir weiter werden machen. Hartnäckig, Pioniergeist, Sachen nicht einfach mit einem Nein stehen lassen, sondern machen, probieren und dann kommt es gut. Von Seite Manta irgendeine Anekdote, die sich ein bisschen auf den Unternehmenscharakter überschreiben lassen. In den letzten 40 Jahren haben wir auch Persönlichkeiten gehabt, die Manta, aber sicher die Reisebranche mitgeprägt haben. Ich hatte das Vergnügen gehabt, den Hans Stadtmann kennenzulernen, den Gründer. Schon über 80 und ganz eine faszinierende Persönlichkeit. Und was ich noch spannend finde, ist dann eine Parallele, die man teilweise sieht vom Gründer von 40 Jahren bis zu heute, wo wir uns ja immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Sowohl natürlich auch Contiki. Und dass er jetzt, wenn ich gelernt habe, die Person war, die berühmten Edelweiss-Plastiksäcke oder die damals Balair-Plastiksäcke auf dem Maleflug eingeführt hat, damit die Batterien und die Plastikabfälle wieder zurück in die Schweiz kommen. Das geht also zurück auf Bemühungen vom Gründer von Manta. Und das finde ich noch spannend, wenn man so die Parallelen sieht eigentlich zu den Bemühungen, die man heute ja wieder verstärkt aufnimmt, die in der Zwischenzeit, so in den 90er und Anfangs des neuen Jahrtausends, eher ein bisschen untergegangen sind. Aber ich glaube, das ist auch ein Symbol für Manta und ein bisschen Stossrichtung, ich glaube, für uns alle Spezialisten bei der Touristik, wie es also weitergeht in Zukunft. Manta und Contiki feiern heute, oder dieses Jahr, ihren 40. Geburtstag. Edelweiss ist als Hauptsponsor dabei. Der Grund für euer Engagement ist? Ja, die gute Partnerschaft über die vielen Jahre mit Manta und Contiki, also beides sehr gute Partner. Einerseits mit dem Contiki Vollcharterflug in Orten, wo wir eigentlich saisonal im Winter und im Sommer haben. Andererseits der Indische Ozean mit Manta-Reisen, wo wir auch sehr enge Partnerschaft haben. Ich erinnere uns noch mal geschwind daran, erinnern, wo ihr da in den Regionen von diesen zwei Spezialisten anfliegen? Für Contiki fliegen wir unter anderem auf Tromsø, Rovaniemi und Kittilä. Und Manta-Reise ist halt der Indische Ozean, Malediven, wo wir anfliegen, Mauritius, ja neu ganzjährig, und Seychellen, wo wir haben aufgenommen. Und was wir auch noch haben, ist natürlich Colombo, Sri Lanka, wo wir ab November wieder fliegen.